Hallöchen. So, heute mal wieder ein Video zum Thema Envelope Punchboard. Und wir machen eine ganz schnelle kleine Box. Die Inspiration habe ich natürlich wieder von einer Amerikanerin. Die machen einfach die besten Videos. Und zwar ist es diese kleine Box hier. Ich brauchte mal was für, ist schon für Weihnachten. Seht ihr, muss ja nicht immer rot und grün sein. Ist jetzt ein bisschen bunt geworden. Hier mein kleines Riechen habe ich mal. Mit diesem Set hier von Sizzix, was ich in meinem Haul gezeigt habe, mal meine ein bisschen ausgemalt. Und ja, da drinnen befindet sich eine Mütze. Ich will Mützen verschenken. Und da dachte ich, ja, passt dir perfekt. Die Sam von Pottles Papercraft heißt, glaube ich, der Kanal. Ich verlinke euch das unten. Die hat das, glaube ich, für Babys gemacht und das machen wir jetzt zusammen auch. So als Set geht wunderbar schnell. Und ich verwende, das ist nämlich das Allerschönste, wir verwenden einen kompletten 12x12 Block. Da habe ich hier die aus diesem ein Blatt verwendet in rosa für ein Mädchen. Ihr merkt schon, ich habe wieder mal die rosane Farbe, Phase. Das ist ja schon eigentlich immer so in letzter Zeit. Wahrscheinlich könnt ihr das nicht mehr sehen, ich aber schon. Dann verwende ich noch Papier aus diesem Block, wahrscheinlich das zum Dekorieren, hier den Spruch zur Geburt und eventuell hier meinen Puncher für den Tag. Ihr könnt aber auch hier den Eckenabrunder nehmen. Gut, dann würde ich sagen, ja, Band, Schleifenband braucht er noch, Kleber, Schere oder Schneidebrett, wie ihr habt. Dann würde ich sagen, starten wir mal los. Ist total simpel, das Ganze. Deswegen habe ich gedacht, das ist genau das Richtige für mich. Und zwar legen wir unser Papier einfach an bei 4 Inch falzen und punchen. Dann drehen wir das zu 4 Inch. Bin total begeistert. Ich weiß auch nicht, warum ich nie auf sowas komme. Wieder drehen. Also ganz klassisch, wie man das halt so macht mit dem Punchboard, auch bei Briefumschlägen. Zacki-racki. So, wenn man abrutscht, macht nichts. Dann haben wir alle 4 Seiten einmal gepuncht. Dann drehen wir das um und legen wieder bei 4 an. Dann vervollständigt sich hier auch die Falz. Hätte man ja auch mal bei den anderen Videos, die ich schon gemacht habe, drauf kommen können, wusste ich halt nicht. Dann wieder einmal rundrum die ganze Schose. Zacki, racki, zack, zack. Das ist wirklich das Allerschnellste, was ich je gemacht habe, glaube ich. Also bis auf eine Grundkarte falzen. So, jetzt haben wir das hier auch einmal rundherum. Jetzt seht ihr aber, dass uns hier die Falz fehlt. Und das ist, hat die auch total schön erklärt. Also ich habe mir ja immer, normalerweise, wenn man nochmal an so eine, an die Notch hier anlegen muss, hier, also wir drücken ja hier immer runter. Und dann muss man ja manchmal da nochmal anlegen bei diversen Anleitungen und auch bei der. Und dann hat die gesagt, naja, eigentlich, also total logisch, hätte man selber drauf kommen. Erstmal runterdrücken und dann einfach das Blatt einschieben. Total simpel. Dann landet man immer auf der richtigen Linie und hat hier seine Falz. So, das machen wir jetzt ja wirklich hier bei allen. Erst runterdrücken, ranschieben, falzen. Runterdrücken, ranschieben, falzen. Also nicht die Reihenfolge ändern, weil sonst habt ihr euch noch was dazu gestanzt. Das wollen wir ja nicht. So. Zack, habe ich meine Falzlinie und eigentlich ist die Box jetzt schon fertig. Was ich jetzt noch mache, ist natürlich die Ecken abrunden. Und das finde ich jetzt wirklich mal toll, weil diese Anleitung könnt ihr ja jetzt wirklich mit jedem quadratischen Papier machen. Also mit 15x15 Blättern zum Beispiel oder ich habe auch 20x20 Quadrate, also Designpapier. Und so weiter. So, jetzt überlege ich mir noch, ob ich die helle oder die dunkle Seite. Also hier ist es ja immer so bei dem Papier, das ist so heller rosa und das ist so pinkrosa. Aber ich glaube, also ich habe mir hier schon die vorbereitet. Ich glaube, ich nehme die hellere Seite in. Also da müsst ihr jetzt gucken, wenn ihr auch so zweiseitiges Papier habt, welche Seite ihr innen haben wollt. Und ich möchte jetzt die Seite innen haben, deshalb ist hier mein Außen. Falzen wir uns einfach alles nach. Ich wollte noch mal so erzählen, also ihr wartet ja vielleicht auf so ein Q&A von mir oder auch auf ein Video, wie ich endlich mein Bastelzimmer aussortiert habe, aber das wird jetzt erstmal nicht kommen,
Denn ihr habt ja vielleicht schon mitgekriegt, meine Mama kommt jetzt in ein Pflegeheim. Und demzufolge müssen wir dann auch irgendwann, wenn das alles gut geht, da ihre Wohnung auflösen. Und ja, da werde ich jetzt meinen Bastelbereich mal hinten anstellen und erstmal die Wohnung aufräumen. So, also jetzt wie bei jeder Schachtel, demnächst kommen noch mehrere Schachtelvideos, wie immer, auch mal ein Grundvideo, wie man Schachteln herstellt ohne Envelope Punchboard. Also hier einfach bis zur Falz einschneiden, auf der anderen Seite auch. Also an der Falz entlang bis zum Falzkreuz. Hier auch an der Falz entlang bis zum Falzkreuz. Und hier, so mache ich das ja immer bei Schachteln, ne? Zack. So, und jetzt ist im Prinzip die Box fertig. So, ne? Zack. Box fertig. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wollt ihr die Öffnung hier haben? Also so. Als Schachtel von oben oder so wie ich habe es ja so gemacht, hier. Je nachdem, was ihr haben wollt, müsst ihr halt die Laschen ankleben. Ich will ja nur eine Öffnung haben, deshalb klebe ich ein bisschen mehr. Und zwar die ganzen Falzlaschen hier mit Kleber versehen. Seht ihr jetzt schlecht, aber ich mache das jetzt hier bündig an die Dings und streiche dann einmal fest. Bei der anderen Schachtel ist das auch nicht ganz bündig geworden. Das ist natürlich ein bisschen blöde, wenn ihr jetzt so wie ich eine Mattung vorne drauf macht. Aber wenn ihr zum Beispiel, ich finde das halt auch eine tolle Möglichkeit für 12x12 Blöcke. Jeder von uns hat tausende 12x12 Blöcke. Ja. Da könnt ihr ja auch einfach ohne, so wie ich, Entschuldigung, das wackelt, so eine Mattung draufkleben, sondern die Schachtel kann man ja gleich so verwenden, wie sie ist, wenn wir sie jetzt geklebt haben. Da muss man jetzt nicht nur groß was verzieren, wenn man schon tolles Papier zum Beispiel genommen hat. Also wie gesagt, auch die neuen Blöcke, die jetzt rausgekommen sind, die sind ja zum Teil wunderschön. Ah, jetzt habe ich es falsch gemacht. Also wenn ihr so eine Öffnung haben wollt, müsst ihr hier Kleber raufgeben. Das habe ich jetzt aus Versehen auch gemacht. Möchte ich aber nicht, weil ich gequatscht habe. Ich möchte ja da oben die Öffnung haben. Also mache ich das mal wieder ab. Naja, sieht ja wunderschön aus, muss ich dann nachher noch zusehen. Am besten ich schneide mir das hier ab. Ja. So. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt die Schachtel so geöffnet haben hättet wollen, dann hättet ihr da den Kleber aufbringen müssen. Ich mache das ja nicht, sondern ich möchte ja hier vorne das zumachen. Deshalb machen wir das wie eben auch bei einem Briefumschlag. Geben wir uns hier Kleber rauf. Schon wieder so hektisch, ne? Aber das liegt auch daran, also erstens mal ist es hier noch ganz schön warm. Bei uns hier oben, die Sonne scheint und wie gesagt, oben in der Wohnung ist immer warm. Und zweitens mal muss ich gleich los zur Spätschicht. So, also jetzt hier seht ihr ja schon schön, also möglichst gerade kleben. Weil sonst hier mein Ding schief aussieht. Also ein bisschen würde ich es noch ziehen. Deswegen, wie gesagt, ich nehme ja gerne Flüssigkleber. So. Und im Prinzip, ich bin feststreichen, im Prinzip seht ihr jetzt, habt ihr die Schachtel fertig. Die Sam von Pottels Papercraft, die hat es jetzt so gelassen, hat hier nur ein Band rumgemacht und ein Bämsel dran und fertig. Mir hat es hier nicht so gefallen, deswegen habe ich mir hier noch eben so Mattungen gemacht, wie gesagt, aus dem Block hier habe ich mir halt das eine Papier hier zurechtgeschnitten. Ist jetzt ja nicht mehr da, glaube ich. Nee, war da nur eins. Ach, das hier. Das habe ich mir hier zurechtgeschnitten und auf eine Mattung gepackt. Die Mattung ist 4,78 x 4,78 Inch oder 12,35 x 12,35. Und dann eben entsprechendes Designpapier mit 2-3 mm weniger zugeschnitten und einfach aufgeklebt. Und wir kleben das jetzt hier auf. Das ist hier mein Hinten, weil ich das nicht so schön finde mit der Klappe da. Aber das könnt ihr ja dann selber entscheiden, was euch besser gefällt. Ich finde es halt so schöner. Achso, jetzt habe ich das auch schon wieder falsch gemacht, weil wir gequatscht haben. Aber das macht nichts.
Also mir war das auch zu, also ihr müsst natürlich nicht den Kleber flächig aufbringen, sondern so, wie der Ausschnitt hier ist. Also so und so, ne? Ihr seht das ja hier. Also mir war das so auch so ein bisschen läppisch. Und deswegen habe ich eben hier die Mattung gemacht. Ich schätze, jetzt werde ich noch von innen eine Mattung machen, weil ich mich ja hier mir das ja so eingesaut habe durch den Kleber. Aber so könnt ihr die Box halt im Prinzip verstärken, wenn er jetzt überall noch so Mattung oder vielmehr ein bisschen gerade ziehen. Also ihr könnt ja hier theoretisch überall nochmal Designpapier gegenkleben, also von außen und von innen, dann würde die Box noch stabiler werden. Aber ich mache das jetzt so, weil wir wollen ja auch fertig werden. 10 Minuten erst, Leute. Cool, oder? Und ich meine, ihr habt es gesehen, das Einzige, was ich vorbereitet habe, war halt hier die Mattung. Das ist dann nochmal eine Minute länger mit dem Schneiden. Und das war es, ne? Also das ist wirklich schnell gemacht. So, jetzt hier vorne nehme ich mir ein bisschen Mühe, weil ja natürlich das hier unsere schöne Seite ist. Sieht doch toll aus, oder? Ach, ich liebe Rosa. Ich bin noch ein Mädchen. Dabei, wenn ihr mich kennen würdet, so richtig, bin ich ja nicht so mädchenmäßig. Aber irgendwie ja doch. Ich liebe Rosa. So. Und schon ist die Box fertig. Dann habe ich mich hier ein bisschen verfalzt oder so. Naja, das können wir ja noch zurechtschneiden. So, und jetzt ist schon die Schachtel. Na, ist auch nicht, wo die klemmt da zu. Ihr könnt sie natürlich auch so verschließen, hier mit einem Magnet dran oder mit einem Klettverschluss, wie ihr wollt. Ne? Da hat der, ist ja der Kreativität kein Abbruch getan. So, ich möchte aber noch also aus dem Cardstock hier, der zugeschnitten wurde, sind ja noch Reste entstanden. Daraus mache ich mir jetzt noch mit meiner Stanze hier so ein Tag. Ihr könnt da entweder ein Pferdchen-Tag nehmen oder was ist denn Ecke? Hier mache ich mir die Ecken abrunden noch mit dem neuen Stanzer. Oder ihr könnt einfach, also wer jetzt zum Beispiel das nicht hat, sondern aber schön sich das Envelope Punchboard von Action da geholt hat, der kann auch einfach nur alle 4 Ecken abrunden, ist ja auch ein Kärtchen. Mit einem Bürolocher einfach ein Loch hin und schon habt ihr auch einen Tag, ne? Das ist ja, oder einfach mit der Hand zugeschnitten. Aber ich habe mir halt das geile Ding hier gegönnt und habe nicht in der Mitte gelocht, aber macht ja nichts. Und dazu klebe ich mir jetzt noch das Ding hier auf, weil das so schön passt. Zacki. Ist noch Bleistift dran. Jo, und dann haben wir das schon fast fertig. Und dann habe ich endlich mal wieder ein Envelope-Punchboard-Video gemacht. Ich überlege ja gerade, ob ich mir vielleicht doch, das gibt ja noch das 1, 2, 3 Envelope-Punchboard. Da kann man gleich Boxen auch mitmachen. Und da ist so ein Verlängerungsarm, wenn man halt größere Papiere falzt. Aber da bin ich noch am Überlegen. Ihr wisst ja, man kann immer mal was Neues gebrauchen. Und ja, ich weiß auch nicht, warum das jetzt hier schief geworden ist. Ich mach mal nochmal. Oh, muss ich aufstehen? Ist doch auch schief. Stehe ich nicht. Naja, muss ja auch nie gerade sein. So, und schon halt mein Tag. Jetzt stempel ich mir hier noch zur Geburt. Da. Überlege gerade. Nee, ich mache das auf weiß. Drück mal Farbe. Und mit, ich mache das nicht mit schwarz, sondern weil hier auch so ein Braun drin ist. Mit Braun. Heute mal ganz mutig frei. Ja, sieht man nicht. Nee, mache ich doch in schwarz. Ist mir zu schwach. Irgendwie. Machen wir doch in schwarz. Könnt ihr ja, wie gesagt, machen, wie ihr wollt. So, ne? Oder? Nochmal. Jo, fertig.
Und schneiden wir uns einfach schön zu hier. Zippizappi. Und so habt ihr, jetzt stellt euch vor, ja, habt ihr mal schnell. Ach scheiße, da muss ich doch noch hin zu der Feier mit der Geburt. Was mache ich denn da? Und dann, naja, so ein Strampler ist ja auch schnell gekauft. Oder kleine Säckchen und ein Strampler, weißt du. Und dann könnt ihr das schön schnell verpacken. Oder was auch immer, da kann man ja tausende Sachen drin machen. Also habt ihr ja gesehen, ich habe eine Mütze drin gemacht. Socken verschenke ich ja auch öfters. Oder an meine Schwiegermutter jetzt das Tuch. Wie gesagt, ich kann noch mehr von den Schachteln basteln, weil ich für die eine befreundete Familie, das habe ich halt Mützen gehäkelt, gestrickt, also genau so, ne? So, ne? Fertig. Kannst du direkt mal hier aus dem Dings. Dann noch ein Schleifchen umgewickelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, das reicht, wa? Und dann haben wir das schon fertig. Endlich mal wieder ein Video, was ich absolut live mache und nicht bespreche. Ich hoffe, das gefällt euch. Ist dann immer ein bisschen hektisch. Das, denke ich mal, sind einige wieder ein bisschen am Hintertreffen. Aber eigentlich ist die Anleitung so leicht, finde ich. Also selbst mit meinen chaotischen Erklären müsste das verständlich sein, weil das so einfach ist. Das erklärt sich eigentlich schon von selber. Deswegen bin ich ja auch immer so enttäuscht von mir, dass ich das einfach nicht selber hinkriege, auf sowas zu kommen. Aber ich habe, zeige ich euch gleich, trotzdem ja, also ich bin ja nicht selber drauf gekommen, aber ich habe halt schon versucht, also jetzt mache ich mir hier noch ein kleines Bändchen für mein Tag. Ich habe halt schon probiert, das nochmal für andere Papiere zu machen. Also ich dachte, ach, das kann ich ja jetzt im Prinzip für alle Papiere machen. Also auch für quadratische, also für nicht quadratische, sondern Rechtecke. Ja, aber das, da, wie gesagt, da reißt mein mathematisches Verständnis nicht so aus, dass ich das nicht schnalle, dass es halt nicht geht, war. Also geht nur bei Vierecken. Also, aber ich guck mal, das werde ich noch hinkriegen. So, warte mal. So, ihr Süßen, fertig. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wie gesagt, ansonsten verlinke ich unten nochmal von der Sam das Video. Die macht echt auch schöne Videos, halt in Englisch. Aber für alle, die kein Englisch mögen, habe ich es mal nochmal gemacht in meiner Version. Und ich finde, ist doch ein Traum, die Schachtel, oder? Sagt mal ehrlich. Okay, danke für eure Geduld und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, sag ich mal, tschüss!